Ich rufe auf Top 14 unserer Tagesordnung die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes. Und für die Berichterstattung bitte ich Herrn Kaufmann von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich trage Ihnen vor, die Beschlussempfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-5548, und damit in der aus der Anlage für die Drucksache 5560 sich ergebenden Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Dafür haben gestimmt CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD, dagegen AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE haben sich enthalten. Soweit mein Bericht. Ich erteile Ihnen auch als erster Redner das Wort, Herr Kaufmann. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den Sachverhalt, um den es jetzt hier geht, haben wir heute schon einmal unter Tagesordnungspunkt 17 behandelt. Denn es geht darum, für die Bekämpfung der Pandemie, insbesondere für das Impfen und das Testen, hinreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben aus unserem Sondervermögen, das wir deshalb intern umschichten. Die Summe ist so, dass wir sie mit der 10%-Regel nicht komplett umfassen können und deshalb jetzt den Gesetzentwurf machen, voll transparent. Und eigentlich sollten es alle verstanden haben. Vorhin haben wir das nicht so ganz feststellen können. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der zweiten Runde dazu führt. Inhaltlich gesagt ist auf jeden Fall alles. Und deswegen gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zum Gesamtzusammenhang. Wir streiten ja in diesem Haus und in der hessischen Politik über die Frage des Sondervermögens generell, das heißt um die Qualität des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Ich kann nur sagen, alle diejenigen, die es ablehnen, was ihr gutes Recht ist, und dieses auch rechtlich infrage stellen und jetzt den Staatsgerichtshof angerufen haben, was auch ihr gutes Recht ist, sollten sich in einer stillen Stunde vielleicht einmal vor Augen führen, was seit unserem Beschluss im Juli vergangenen Jahres im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung alles vorgefallen und alles notwendig war, und sich dann die Frage beantworten, wie sie es denn realistischerweise mit dem von Ihnen behaupteten und gewählten Ansatz, das ginge alles mit Nachtragshaushalten, wie Sie das hätten abwickeln wollen. Denn Sie wissen genau, die Pandemie wartet nicht auf Fristen, die bei Haushaltsberatungen notwendig sind. Die Pandemie bedarf eines schnellen Handelns. Und genau dafür mussten wir Vorsorge treffen. Das haben wir gemacht. Und ich finde die gesamte Debatte, insbesondere wie sie derzeit geführt wird, in der Europäischen Union, im Bund, in den meisten der anderen Bundesländer, wenn nicht sogar in allen, deutet überall darauf hin und zeigt auch, dass das von uns gewählte Verfahren richtig ist. Wenn sogar das Bundesverfassungsgericht jetzt anerkannt hat, dass der Weg, den die EU beschreitet, und da reden wir von ganz anderen, natürlich von ganz anderen Beträgen als wir hier in Hessen, ist zumindest erst einmal auf den ersten Blick weiterzugehen, weil alle das wollen, was ich hoffte, dass auch alle in diesem Hause wollen, nämlich die Pandemie wirksam bekämpfen. Und einige sehen überall Zweifel, haben Kritik. Das ist, wie gesagt, alles zulässig. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von den klagenden Oppositionsfraktionen, Sie haben sich damals sozusagen voller Werf und vielleicht auch mit einigem Zorn auf einen Weg begeben, der sich jetzt als Sackgasse erweist. Und Sie haben leider den Rückwärtsgang vergessen. Das ist nicht weiter schlimm. Der Staatsgerichtshof wird in der ihm eigenen sorgfältigen Art die Sache untersuchen, bewerten und entsprechend urteilen. Ich bin mir ziemlich gewiss, dass wir am Ende zeigen können, allen Hessinnen und Hessen, wie richtig es war und wie gut es war, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil wir damit die Hilfen sowohl für die Menschen
Stichwort Impfen, Testen und andere Dinge, als auch für die Wirtschaft in allen ihren Ausprägungen am besten schaffen können. Deshalb, ich bin froh, dass wir das Gesetz heute entsprechend anpassen. Dass das so relativ einfach geht, ist auch eins seiner Qualitäten. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Geis, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kaufmann, da haben wir nach wie vor eine andere Einschätzung als Sie, und ich bin froh und glücklich, dass Sie uns die auch zugestehen, weil wir haben schon einmal bewiesen, dass wir bei einem dringend erforderlichen Nachtragshaushalt sehr schnell handlungsfähig sind, und wir nehmen für uns in Anspruch, das in anderen Situationen auch genauso zu machen. Das gute Zukunftssicherungsgesetz ist ein Sondervermögen in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, die uns seit über einem Jahr begleitet, um die soziale und kulturelle Infrastruktur und somit einen wesentlichen Bestandteil unserer Gesellschaft zu sichern, wurden von 7 Milliarden Euro 961 Millionen Euro genau dafür bereitgestellt. Darunter fällt auch die Bereitstellung von überaus wichtiger Krankenhausinfrastruktur und Beschaffung von notwendiger Schutzausstattung. Der Bund trägt zwar die Kosten für die Impfstoffbeschaffung, jedoch ist es Aufgabe des Landes, die notwendige Infrastruktur in der Pandemie zu errichten. Nun bedeutet dies allerdings eine finanzielle Mehrbelastung, wir haben es heute schon mehrfach gehört, die aus dem Budgettopf für den Gesundheitsschutz nicht mehr finanziert werden kann. Diese Mittel sind erschöpft. Die vorgeschlagene Lösung jetzt der Landesregierung lautet nun, das Budget umzuverteilen, da das Budget für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz weniger belastet wurde als erwartet. So viel zu den Fakten und dem Lösungsvorschlag der Landesregierung. Die Corona-Pandemie belastet uns alle seit Monaten und schränkt uns in unserem Handeln ein. Handeln ist jedoch wichtig, um den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Wir sollten aber auch alle wissen, wie wichtig die Schutzimpfung für uns ist und dass sie eine wesentliche Voraussetzung für die Rückkehr in einen normalen und sicheren Alltag darstellt. Die Infrastruktur hierfür muss selbstverständlich zügig bereitgestellt werden. Und die Umverteilung des Budgets erscheint uns als SPD-Fraktion hier sinnvoll. Das Voranschreiten der Impfung sollte in keinem Fall behindert werden, sondern vielmehr gefördert und beschleunigt. Viele Menschen in unserer Gesellschaft brauchen die Impfung dringend. Die Impfung ist in Gange. Wir sind bereits bei der Prioritätengruppe 3 angekommen. Und trotzdem warten viele Menschen darauf, dass sie endlich geimpft werden. Wir werden uns natürlich dafür aussprechen, dringend gebrauchtes Geld an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen und nicht zu blockieren. Das hilft uns in diesen Krisenzeiten sicherlich nicht weiter. In diesem Plenum wurde bereits mehrfach festgestellt, dass Hessen von allen Bundesländern beim Impfen Schlusslicht in Deutschland ist, weshalb auch das ein Grund ist, die Umverteilung des Budgets zu ermöglichen. Die geplante Umverteilung ist nur deshalb möglich, da die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Infektionsschutzgesetz geringer ausgefallen ist als erwartet. Kritik kann man daher dazu äußern, dass es eine Fehleinschätzung in der Budgetverteilung durch die Landesregierung gab. Es wurde in einigen Bereichen von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Das kann man an dieser Stelle kritisch anmerken. Fraglich ist nach Inkrafttreten der Umverteilung, die wir tatsächlich brauchen, ob dies auch wirklich zu einer Erhöhung des Tempos beim Impfen führt. Ich schätze, da muss an der einen oder anderen Stelle noch mal stärker geschraubt werden. Ich betone hier aber gern noch mal, wie schon mein Kollege Marius Weiß das an dieser Stelle gemacht hat, dass die SPD-Fraktion alle nötigen Maßnahmen unterstützt, die dazu führen, dass die hessische Bevölkerung geschützt und geimpft wird. Wenn schon der Impfvorgang überaus holprig und zögerlich gestartet ist
und nun voranschreitet, wollen wir wenigstens die finanziellen Mittel bereitstellen, damit es klappen kann, wenn es denn mal funktioniert. Die Verantwortung dafür hat dann aber die Hessische Landesregierung, denn die Mittel hat sie dann ja zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Geis. Das Wort hat der Kollege Erich Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Kaufmann, Sie nehmen es irgendwie nicht so unheimlich genau mit dem, was Sie hier sagen. In der Hauptsache sind die Klagen vom Bundesverfassungsgericht überhaupt noch nicht entschieden. Es geht nur um den Eilantrag. Wir haben auch andere Sachen, zum Beispiel in der Nummer 5. Sie sagen ja, Sie haben kein Geld mehr. Da wurden 170 Millionen schon abgerufen, die mit Gesundheitsschutz direkt nichts zu tun hatten. Sie hätten genug Geld. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein sehr positives Gespräch am Telefon an einem Freitagmorgen mit unserem Finanzminister, in dem er uns darüber informierte, dass wir nach den 50, nach den 40 jetzt noch einmal 70 Millionen für die Impfungen brauchten. Ich habe damals die Frage gestellt, wie ist denn sichergestellt, dass wir diese unwahrscheinlich große Anzahl von Tests dann auch irgendwie bearbeiten können? Diese Frage wurde mir nicht beantwortet. Ich finde, das ist nicht gut, dass man diese Beträge ausgibt, ohne zu wissen, wie nachher Gesundheitsämter, wie Schulen, wie Eltern damit umgehen können. Das müsste doch irgendwie dargestellt sein. Im bereits in erster Lesung beratenden Gesetzentwurf Drucksache 20/5239 beantragt die Landesregierung die Umschichtung von 500 Millionen Euro aus der, ich wiederhole das jetzt nicht mehr mit den Paragraphen, aus der Nummer 1 in die Nummer 5 des GZSG. Der heute Nachmittag bereits diskutierte Antrag des Finanzministeriums auf Überschreitung des Betrags von 960 Millionen um 10%, also um 96 Millionen Euro, wurde begründet mit der Erfordernisse, weitere Mehrbedarfe im Gesundheitsschutz kurzfristig finanzieren zu können, ohne die Zustimmung des Landtags im normalen Gesetzgebungsverfahren abwarten zu dürfen. Im Grunde ein Eilbedarf wurde dargestellt. Unsere grundsätzlichen Bedenken gegen diese beiden verbundenen Vorgänge haben wir bereits heute Nachmittag und durch unsere Argumente zur Ablehnung des Antrags und des Gesetzentwurfs im Haushaltsausschuss und im Landtag kundgetan. Wir sind da sehr folgerichtig. Die Vorgänge und Entscheidungen im Bundestag und im Bundesrat, die Zustimmung des hessischen Ministerpräsidenten zum 4. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Anlage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021, also erst ein paar Tage her, stellen für uns eine vollkommen neue Sachlage dar. Bisher wurden vom Bund schon die Kosten für die Vakzine übernommen, wie wir gerade ebenfalls gehört haben, und beim Land verblieben die Kosten der Impfungen. Der Finanzminister hat immer wieder berichtet, dass die Länder sich dafür einsetzen, dass der Bund sich bei den von ihm veranlassten Maßnahmen noch stärker engagieren muss. Durch die einschneidenden Verlagerungen der föderalen Zuständigkeiten und Kompetenzen von den Ländern und Kommunen auf den Bund wird ebenfalls die Verteilung der Kosten für die beschlossenen Maßnahmen neu zu diskutieren sein. Dies wird wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die durch das hessische Gute-Zukunftssicherungsgesetz zu finanzierenden Maßnahmen haben. Wir können redlicherweise davon ausgehen und hoffen dies sogar, dass bis Ende Mai 2021 Klarheit erreicht werden kann über die Auswirkungen der Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das 4. Bevölkerungsschutzgesetz. In dieser Situation
hält die AfD eine weitere Diskussion der möglicherweise einschneidenden Veränderungen beim GZSG für unverzichtbar und verlangt hiermit als Fraktion die dritte Lesung des Gesetzentwurfs Drucksache 20/5239 im Landtag. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Schardt-Sauer. Ja. Sehr geehrter Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf, was immer jetzt weiter mit ihm passiert, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen ablenkend. Der Gesetzentwurf hat in den Ausschussberatungen eine kleine Änderung erfahren, die aber eigentlich nichts mit dem GZSG selbst zu tun hat. Da komme ich gleich wegen der Mittelverumteilung. Bei der Debatte jetzt muss man sehr sauber trennen. Ich finde es ein bisschen irritierend hier hinten. Frau Kollegin, einen Moment bitte. Gleich wieder Ruhe. Sie haben das Wort. Nach 19 Uhr ist doch sowieso Ruhe ein bisschen im Haus. Sie haben das Wort jetzt. Bitte sehr. Sonst heißt das immer der Vorwurf auch nicht. Ich wäre so aufgeregt. Man muss zwei Dinge differenzieren in dieser Debatte. Und es klang ein wenig an, als der Herr Kaufmann uns wieder die Welt erklärte. Es geht einerseits um die Architektur. Das ist nämlich dieses Gesetz, das das Sondervermögen etabliert hat, wo SPD und FDP Klage führen beim Staatsgerichtshof. Es gibt ja durchaus auch interessante Einlassungen der Landesanwältin dazu. So ganz abstrus ist das alles wohl nicht, was wir uns da denken. So, das ist das eine. Und da ist die Frage, wie sind die Zimmer verteilt? Und hier heute Abend reden wir über Architektur. Wir reden nicht, was in den Zimmern ist. Das ist zwar so ein bisschen in den Warenladen geschoben. Was in den Zimmern ist, haben wir damals diskutiert. Vor gut einem Jahr ist das jetzt schon wieder her, bei dem sogenannten Wirtschaftsplan. Reicht das aus? Das ist die eine Debatte. Sind Maßnahmen notwendig? Einzeln betrachtet. Aber es geht hier nicht um die einzelne Betrachtung, sondern es geht um die Architektur. Die Landesregierung möchte die Architektur ändern. Und festzustellen ist zunächst von den Zahlen her, dass der Mittelabfluss in Kategorie 1 ist niedriger als gedacht. Kategorie 1 nach dem Wirtschaftsplan Infektionsschutzgesetz. Der Mittelbedarf in der Kategorie 5, Zimmer 5 des Hauses, ist höher als ursprünglich angenommen. Aber, und das möchte ich den einzelnen Rednern, auch was Frau Geis eben ausführte, mal zurufen, schauen Sie mal in den Wirtschaftsplan, wie Zimmer 5 beschrieben ist. Da heißt es Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur. Das soll um 500 Millionen € aufgestockt werden, auf nunmehr rund 1,46 in der Endbetrachtung. Davon ein Teil sind Haushaltsmittel für Testungen zu leisten. Diese Testung an sich, und das haben wir auch im Ausschuss gesagt, das war immer die Grundhaltung auch in der Frage, wie stehen wir zum Sondervermögen, wie stehen wir zu den einzelnen Maßnahmen. Die Testungen selber werden natürlich von uns unterstützt. Wir haben bei dem Einzelpaket im Ausschuss auch zugestimmt bei der Maßnahme. Aber, werte Kolleginnen, und zu den Maßnahmen der Kategorie 5 zählen auch noch weitere Maßnahmen, die Schwarz-Grün auf den Weg gebracht hat und die teilweise nicht verausgabt wurden. Und da sind wir doch einmal bei der Wahrheit, Herr Kaufmann. Das ist ja der Tröpfchenbericht auf dem Weg. Das Kulturpaket 1 und 2, wo wir im Ausschuss festgestellt haben, nicht abgeflossen. Die Vereinsförderung, zu bürokratisch. Verlustausgleich Kloster Eberbach. Da kann man auch in sinnstiftende Überlegungen hineingeraten. Und jetzt werden pauschal 500 Millionen € für Maßnahmen der Kategorie 5 bereitgestellt. Eine Garantie
ob diese nur dem Gesundheitsschutz oder einfach dem, was in diesem Raum Nummer 50 tut, denen zugutekommt, die haben wir nicht. Und die konnte auch auf Nachfrage der Finanzminister in der Haushaltsausschusssitzung, als wir dazu geredet haben, nicht geben. Aber eine besonders große Zahl für Testungen, und das ist für die Gesundheit, und wer das nicht macht, der ist sozusagen nicht für die Gesundheit, das kann hier nicht verfangen. Noch einmal, werte Kolleginnen und Kollegen, es geht um die Architektur des Sondervermögens. Und wir werden uns heute enthalten vor dem Hintergrund, dass wir gegen das Sondervermögen und diese Grundkonstruktion Klage führen. Und da möchte ich auf Sie, Herr Kaufmann, wenn er mir zuhört, auf Sie kommen, als Sie eben gesagt haben, naja, es ist ja alles das gute Recht von der Opposition, irgendwas anderes zu denken, aber eigentlich sind wir total krude im Kopf, so ein bisschen. Weil wir können, das war so meine eigene bambihafte Auslegung. Kam halt so bei mir an, aber Sie erklären mir bestimmt wieder, dass ich das wieder falsch verstanden habe. Werter Herr Kaufmann, Sie waren anscheinend nicht dabei oder haben dann nicht so intensiv gelesen den ersten Quartalsbericht und wo überall das Geld nicht abfließt. Und ich sage nur Borkenkäfer und ich sage nur energetische Sanierung der Forsthäuser. Es wurde so viel Geld schon auch für Dinge ausgegeben, die überhaupt nichts mit dieser Pandemie zu tun haben. Wir haben jedes Mal wieder gemeinsam mit den Kollegen der SPD die Zahlen schlicht untereinander geschrieben und den Nachweis geführt, es wäre mit einem Nachtragshaushalt, da habe ich an das anknüpfen, was Kollegin Geis gesagt hat, es wäre gegangen. Sie haben den Gegenbeweis nicht geführt. Und wir warten schon voller Spannung auf den nächsten Quartalsbericht. Wir können ihn ja gerne gemeinsam lesen, Herr Kaufmann. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann die gleiche Sprache. Eigentlich sind Zahlen ja international. Die bedürfen keiner Übersetzung. Aber der eine oder andere sieht sie halt nicht oder vielleicht manche Null nicht. Ich bin gerne bei der Auslegung behilflich. Bei der Grundarchitekturveränderung einer Konstruktion, die wir ablehnen, wird die FDP sich heute Abend enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Jetzt hat das Wort der Abg. Jan Schalauske, Linke. Ja. Auf, junger Mann, komm. Ganz fixiert. So. Herr Präsident, meine Damen und Herren, da wir ja die heutige Diskussion alle noch einmal nutzen, um unsere Grundsatzposition zum Corona-Sondervermögen hier darzustellen, will ich auch nur noch einmal daran erinnern, dass die Fraktion DIE LINKE ein Sondervermögen für einen gangbaren Weg hält, um die Gesundheit der Menschen in diesem Land zu schützen und um soziale und ökonomische Folgen der Pandemie, die die Existenz vieler Menschen bedrohen, abzumildern und abzuweisen. Und wir sind auch der Auffassung, dass jetzt Mittel in die Hand genommen werden müssen. Und wir bleiben bei dieser Auffassung trotz aller Nebengespräche hier im Plenarsaal, dass diese Mittel nicht allein daran geknüpft werden müssen, ob sie einen Zusammenhang zu Corona und zur Pandemie haben, sondern sie müssen daran geknüpft werden, ob sie einen sozialen, einen ökologischen und einen gerechten Neustart für Hessen ermöglichen. Und wir haben oft und interessiert festgestellt, dass mit Blick auf die gewaltigen Herausforderungen der Pandemie die regierenden Fraktionen von CDU und GRÜNEN mit ihrer bisherigen Haushaltspolitik gebrochen haben. Der Bund der Steuerzahler hat Ihnen gesagt, Sie seien umgefallen. Wir würden sagen, na ja, vielleicht die Richtung Ihres Umfallens die würde auch stimmen. Sie haben also mit Ihrer bisherigen Haushaltspolitik gebrochen, haben diese Kredite aufgenommen. Und da kriegen Sie, wenn es in der Sache nach richtig ist, auch unsere Unterstützung. Eine Frage, die heute noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, die aber in den nächsten Monaten an Dramatik gewinnt, wird am Ende die Frage sein, wer denn eigentlich diese gewaltigen Kreditaufnahmen am Ende bezahlen soll. Weil die Tilgungspläne, ihre eigenen sehr rigiden, sehr restriktiven Tilgungspläne,
Vorstellungen von 7 Jahren konnten Sie nicht einhalten. Tilgungspläne jetzt in einem längeren Zeitraum haben Sie in Angriff genommen, aber auch die werden refinanziert werden müssen. Sie kündigen ja an oder Sie fangen jetzt schon an zu tilgen. Sie wollen in den nächsten Jahren immer mehr tilgen und da drohen dann Einsparungen und Kürzungen in anderen Bereichen. Und wir sagen ganz klar, wir wollen nicht, dass die Kosten der Krise auf diejenigen abgewälzt werden, auf die Breite der Bevölkerung, auf denen, die es sozusagen ohnehin am schlechtesten geht oder die am nötigsten auf soziale Leistungen des Sozialstaats angewiesen sind. Und da werden wir sozusagen Ihnen, sollten Sie das vorhaben, auch Paroli bieten. Jetzt aber zum vorliegenden Gesetzentwurf. Der vorliegende Gesetzentwurf sagt, dass die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen verändert werden sollen. Wir haben ja immer gesagt, dass wir ein Sondervermögen auch für richtig halten. Und natürlich, das habe ich jetzt eben, das hatte ich in der vorherigen Debatte gesagt, es muss natürlich auch darum gehen, dass das Sondervermögen insgesamt nicht in einem ausreichenden Maße ausgestattet ist. Dass Sie jetzt 500 Millionen Euro umschichten wollen, das kann man machen. Wir finden es bemerkenswert, dass eben dieses Geld nicht für die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz verwendet werden, sondern jetzt für die Finanzierung der Impfkampagne bereitstehen sollen. Ich will ja gar nicht sagen, dass man sich bei den Mitteln nicht auch verschätzen kann, weil ich glaube, die ganz genauen und detaillierten Summen, die kann auch niemand vorausgesagt haben, vielleicht höchstens jemand, der eine Glaskugel hat. Aber ich bleibe dabei, dass die Minderausgaben in diesem Punkt ein wirkliches Problem sind, weil es sozusagen diejenigen trifft, die unter Quarantäne gestellt wurden, die aufgrund von Schul- und Kitaschließungen nicht arbeiten konnten und da dann entsprechende Entschädigungen eben fällig gewesen wären. Und wenn die nicht ausgezahlt oder in Anspruch genommen werden, dann ist das kein Grund zur Freude, sondern weist auf ein Problem hin. Also wir werden der Umschichtung dieser Mittel im Sondervermögen nicht entgegenstehen. Wir werden uns enthalten, weil das Geld eben an anderer Stelle auch gut zu gebrauchen gewesen wäre. Gleichwohl wollen wir auch, dass die Impfkampagne jetzt finanziert werden muss. Und falls es dann heute noch zu einer Abstimmung kommen muss, ob dieser Gesetzentwurf zeitnah befasst werden kann, dann werden wir einer zeitnahen Befassung zustimmen, weil es ohne Zweifel ein dringliches und wichtiges Anliegen ist, unabhängig, wie man es dann im Einzelnen sich im Abstimmungsverhalten positioniert. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Bevor wir jetzt in der Debatte weitermachen, will ich nur darauf hinweisen, dass ich nach Ende dieser Debatte die Geschäftsführer bitte, dann mal zu mir hier vorzukommen. Bei einer kurzen Unterbrechung, dass wir uns mal kurz unterhalten. Jetzt machen wir die Debatte weiter. Der Kollege Michael Reul hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute haben wir die zweite und wie im Ältestenrat vereinbart abschließende Lesung für die Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Das ist jetzt der Punkt, wo ich mich eigentlich bei allen Fraktionen bedanken wollte, dass wir aufgrund, so wie gerade Kollege Schalauske es gesagt hat, die Sachen sind dringlich, dass wir dies heute gemeinsam auch so verabschieden können. Deshalb, Herr Kollege Heidkamp, gebe ich jetzt Ihnen die Möglichkeit, eine Zwischenfrage an mich zu stellen, in der Sie fragen können, ist es richtig, dass es vereinbart war, im Ältestenrat heute nach der zweiten Lesung eine Abstimmung herbeizuführen? Wenn Sie sich zu Wort melden, gebe ich Ihnen jetzt auch die Möglichkeit, diese Frage zu stellen. Ein Moment jetzt mal langsam. Das war ein neues Verfahren, was wir jetzt hier machen, aber diese Uhrzeit ist ja nur langsam, wer kriegt das schon vernünftig hin? Wenn der Kollege Heidkamp eine Zwischenfrage stellen möchte und der Kollege Reul das zugesteht, dann kann er das machen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Reul, ich gebe Ihnen sogar das Recht, selbst zu antworten. Ganz herzlichen Dank, Herr Heidkamp, für die Klarstellung, dass wir heute in zweiter Lesung dieses wichtige Gesetz verabschieden können. An dieser Stelle doch. Ich schließe den Dank die Fraktionen ein, wie im Ältestenrat vereinbart. So habe ich Sie zumindest verstanden. Ansonsten müssen Sie es noch einmal anders formulieren. Mit der Änderung des Gesetzes zeigen wir verantwortungsvoll und den aktuellen Begebenheiten angemessen,
wie wir im vorgegebenen Rahmen trotzdem Flexibilität anwenden können, um auf die sich verändernden Herausforderungen im Rahmen der Pandemie reagieren zu können. Wir alle wissen, dass die Herausforderungen vielfältig und oftmals nicht vorhersehbar sind. Sicher war nur, dass ein umfangreicher Bedarf an Mitteln für diese gewaltigen Herausforderungen in der schärfsten Krise unseres Landes notwendig sind, um diese zu bewältigen. Im Gesetzentwurf zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes ist dargestellt, dass in einem der Teilbereiche Gesundheitsschutz und Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur eine höhere Summe benötigt wird, als über die Deckungsfähigkeit bisher dargestellt werden kann. Der Grund dafür ist im Prinzip sehr erfreulich. Es geht um die Kosten für die Impfungen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Sondervermögens war noch völlig unklar, inwieweit überhaupt Impfstoff vorhanden sein kann. Deshalb, es wurde ja von einigen Rednern hier angesprochen, es sei vielleicht etwas ungenau geplant. Sehr geehrte Frau Geis, Sie haben das vorhin ja auch angesprochen. Aber ich glaube, dass im Rahmen der Herausforderungen und der Planung, die wir bei der Aufstellung des Sondervermögens hatten, dass dies wirklich nicht absehbar war, sondern im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns wurden dort Mittel bereitgestellt, die wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, nicht abgerufen, nicht benötigt worden sind an dieser Stelle in dem Punkt 1, sondern dass wir sie jetzt auch dafür nutzen können und deshalb die gesetzliche Änderung in dem Punkt 5, damit wir dort die Bereitstellungskosten für unsere Kommunen damit finanzieren können, damit das Impfen durchgeführt werden kann. Sie wissen ja, der Impfstoff wird vom Bund bezahlt. Wir sind aber zuständig für die Bereitstellung und für die Schaffung von den Voraussetzungen. Und dies kostet sehr viel Geld. Wir stellen dieses Geld sehr gerne bereit, aber wir müssen es deshalb aus dem einen Bereich, aus dem einen Topf nehmen und in den anderen Topf hineinlegen, damit wir dies auch gemeinsam machen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können daran erkennen, wie transparent das Sondervermögen atmet und wie wir es auch darstellen können. Herr Kollege Kaufmann hat es vorhin schon formuliert. Wir haben die Möglichkeit, durch die gesetzliche Änderung diese Umressortierung vorzunehmen und die Verteilung anders da jetzt vorzunehmen, wie es notwendig ist und wie wir auch die finanziellen Mittel unbedingt benötigen. Sie ist dringlich, das habe ich vorhin erwähnt. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Gesetz heute auch verabschieden, damit wir in der Lage sind, sobald die finanziellen Mittel benötigt werden, sie auch zur Auszahlung zu bringen, um sie dort in die verschiedenen Bereiche mit hineinfließen zu lassen. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich es dabei bewenden lassen. Wir haben auch vorhin über das 8. Maßnahmenpaket sehr ausführlich diskutiert. Wir haben über das Gesetz im Haushaltsausschuss sehr ausführlich diskutiert. Und wir sind uns alle gemeinsam einig, bis auch auf den Ältestenrat, dass wir dieses Gesetz, weil es dringlich ist, heute zur Verabschiedung bringen wollen und müssen. Und deshalb ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Sinne der Menschen in Hessen. Vielen Dank, Kollege Michael Reul. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Boddenberg. Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Ich kann es wirklich kurz machen. Zum Inhalt ist alles gesagt worden. Ich will nur noch einmal an einer Stelle dem Eindruck entgegentreten, der hier teilweise vermittelt wird, dass der Finanzminister nicht Rede und Antwort steht. Sie werden weiterhin im Haushaltsausschuss oder auch hier, wenn Sie Fragen zu Sachverhalten stellen, von mir möglicherweise hören, dass ich das noch nicht beantworten kann, mit der Betonung auf noch nicht beantworten kann. Was bei den Impfzentren beispielsweise der Fall war, logischerweise, kann ich nicht einfach hellseherische Fähigkeiten entwickeln und Ihnen dezidiert darlegen, weshalb wir glauben, dass wir mit einem relativ grob gefassten Betrag von 50 Millionen Euro Kosten pro Monat kalkulieren für die Impfzentren. Das, was Sie erwarten, kriegen Sie aber zu dem Zeitpunkt, und zwar so schnell wie möglich, wenn es darlegbar ist. Und zu den Impfzentren kann ich Ihnen sagen, dass es vonseiten des Bundes mittlerweile die Zusage gibt, 50% der Kosten zu übernehmen. Es zum Zweiten eine Verordnung des Bundes gibt, wie diese kommunalen Impfzentren abzurechnen sind. Das Sozialministerium arbeitet zurzeit an den Abrechnungen, den bisher möglichen Abrechnungen, muss man sagen. Die gibt es ja noch eine Weile, die Impfzentren. Und ich habe darum gebeten, auch im Finanzministerium, dass man mir und uns dann natürlich auch im Haushaltsausschuss, im Plenum, sobald das möglich ist, darlegt, welchen Aufwand wir kalkulieren.
So, mehr kann ich nicht machen und mehr werde ich auch nicht machen, weil die Versuchung wäre zwar groß, nur um Ihrem Vorwurf zu entgehen, der Finanzminister konnte die Frage nicht beantworten, Ihnen vorschnell irgendwelche groben Hausnummern konkreter zu präsentieren, als das eigentlich möglich ist zu dem Zeitpunkt Ihrer Fragestellung, damit Sie dann am Ende sagen können, wenn es anders kommt, auch nur um 1 Million € pro Monat bei 50 Millionen Kosten, ich hätte Ihnen irgendwas Falsches berichtet. Und insofern wollte ich das hier noch einmal klarstellen. Ich hoffe, dass Sie da auf Verständnis, oder ich auf Verständnis stoße. Danke fürs Zuhören. Und jetzt, glaube ich, treffen sich die Geschäftsführer, um über das weitere Verfahren zu reden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, ich unterbreche jetzt mal für ein paar Minuten. Bitte die Geschäftsführer, mal zu mir zu kommen. Ja, gut, dann gehen wir raus. Also, wir gehen raus, ein paar Minuten. Thank you.